Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video in Tobis Hardwerke. Dieses Wochenende gibt es keine Vorstellung oder einen Test. Nichtsdestotrotz wollte ich euch etwas bieten. Und zwar geht es heute um das Thema Ryzen 9000 bzw. 9700X. Eins vorweg, wir arbeiten aktuell an Tests, einmal zum Require Dark Work 5 und auch noch an einem Gaming-Notebook. Das nimmt Roy sogar mit in den Urlaub und dementsprechend wird das Ganze ein bisschen ausführlicher getestet. Ja, Thema Ryzen 9700X bzw. generell die 9000er. Ihr habt es gesehen, die TDPs sind sehr niedrig. Zumindest war es am Anfang so. Der 9700X sollte eine TDP von 65 Watt haben. Jetzt gibt es Gerüchte, dass es auf 120 Watt hochgeschraubt wird, weil der 7800X 3D wohl zu nah an den 9700X rankommt. In Spielen kann ich mir das gut vorstellen. In Anwendung glaube ich, dass das eher nicht das Thema sein wird. Nichtsdestotrotz möchte AMD da auf Nummer sicher gehen. Zumindest wenn die Gerüchte stimmen, bin ich mal gespannt. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Wenn ihr einen 7800X 3D habt, so wie ich das habe, überlegt ihr überhaupt 9700X zu kaufen oder nicht? Und wenn ihr generell aktuell was Älteres habt, einen Ryzen 3000 oder so, und dann überlegt, ja, soll es eine neue CPU werden? Überlegt ihr dann eher einen 7800X 3D zu holen oder den 9700X? Klar, wir müssen nochmal auf Testberichte warten, aber überlegen kann man ja schon mal. Man muss dazu sagen, wenn der 9700X sehr schnell am Preis des 7800X 3D drankommt, na, dann ist die Überlegung ja vielleicht gar nicht mehr so groß. Und man greift direkt zum 9700X. Kommt auch darauf an, was der Rest so sagt, also Temperaturen und so weiter und so fort. Und der reale Stromverbrauch, der am Ende des Tages anliegt. Weil der 7800X 3D ist halt wirklich eine sehr effiziente CPU. Wenn man wirklich nur zockt damit, dann spricht alles eigentlich für den. Vor allem, der wird im Preis sicherlich auch nochmal sinken in Zukunft. Ja, warten wir mal ab, wie das Ganze so kommt. Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie eure Gedanken dazu sind. Plant ihr euch die neue CPU zu holen? Wenn ihr noch keine habt, wartet ihr? Oder habt ihr schon aktuell eine 7000er CPU und wollt dann wechseln? Viele von euch, die kaufen sich sicherlich auch was, nicht weil es unbedingt Sinn macht, sondern weil sie einfach Spaß am Umbauen haben, einfach mal ein neues Produkt zu testen. Da bin ich natürlich auch einer von, wie ihr wisst. Dementsprechend kaufe ich mir den 9700X sehr wahrscheinlich und werde auch eventuell einige Kühlertests damit machen. Mal gucken, was da so OC-technisch geht. Das ist ja beim 7800X so ein Ding für sich. Auch mal Vergleiche machen. Muss ich mal gucken, was in Zukunft da so geht. Und ja, berichtet gerne mal. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Bis zum nächsten Mal, euer Tobi. Ciao, ciao.